Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Pearl TV. Und jetzt geht sie los, unsere große Weihnachtsshow. Wenn Sie jetzt noch nicht alle Geschenke haben, dann ist es höchste Eisenbahn, liebe Zuschauer. Wir haben wieder ganz, ganz tolle Artikel in diesem Katalog. Und da werden wir ein bisschen stöbern und versuchen, in jeder Altersgruppe und für jeden Geschmack etwas herauszusuchen. Und natürlich bin ich nicht allein, die liebe Kathi ist bei mir. Hallo. Hallo Jana. Na? Schön bei dir zu sein. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Ich muss sagen, die Hauptgeschenke ja, aber man sollte ja auch immer so ein paar Geschenke in petto haben. Man weiß ja nie, wer kommt. Und da bin ich noch nicht ganz ausgestattet. Ich muss gestehen, ich habe noch kein einziges Weihnachtsgeschenk gekauft. Nein! Noch ja, ich darf es echt gar nicht sagen, aber ich habe noch nichts gekauft. Ich hatte bisher überhaupt gar keine Zeit. Und deshalb liebe ich diese Weihnachtsshows immer, weil wir haben uns gerade vor der Sendung auch schon ein bisschen unterhalten und ich habe auch schon im Katalog ein bisschen geblättert mit Jana zusammen und ich habe schon ein, zwei Sachen, die ich dann als Geschenke so avisiert habe, ja, die dann wahrscheinlich rausgehen. Da sind einfach tolle Sachen drin. Da kann man immer ein bisschen blättern. Man findet immer was Schönes, was man einfach haben muss. Dann helfe ich dir jetzt mal ein bisschen, ja, dass du auch auf jeden Fall deine Geschenke zusammenbekommst. Und ich glaube, egal für wen du noch was brauchst, das wird definitiv sehr gut ankommen. Schau mal. Ein Fußmassagegerät mit 3D-Rollenmassage. Oh, unser Top-Hit hier aus dem Katalog, den schauen wir uns selbstverständlich gerne an. Da kommt schon unser Engelchen. Vielen, vielen Dank. Oh, also ich meine, Fußmassage, das liebt jeder. Das liebt jeder. Und hier haben wir ein Fußmassagegerät von NewGen Medicals. Und NewGen Medicals, die kennen sich aus, ne? Die kennen wissen sich ganz auf jeden genau, Fall wie man aus. Das die macht. Die wissen, wie es sein muss. Und gerade diese Fußmassagegeräte, ich bin ja auch immer total skeptisch, wenn es um so Massage geht. Aber dieses hat es mir auch angetan. Du kennst es schon, das heißt, ich darf es jetzt ausprobieren. Du darfst es jetzt auch mal ausprobieren. Ich bin gespannt, was du dann sagst. Ich hatte es schon häufiger in den Sendungen und bin da hin und weg. Weil das ist ein Fußmassagegerät der Spitzenklasse. Das ist ein richtiges Luxusprodukt. Man sieht es auch direkt am Display hier. Man hat tolle Einstellungsmöglichkeiten. Unter anderem hier wird mit einer 3D-Technik gearbeitet. Also es sind kreisende Rollen in dem Gerät verbaut, die Füße bearbeiten mit dieser 3D-Technik. Technik und die macht es so besonders. Soll ich sie mal einstellen? Ja. Okay, man kann hier einfach einschalten, kann dann zwischen einigen Automatikprogrammen wählen. Aha. Man kann die Intensität und die Geschwindigkeit verändern, wenn man das möchte, auch manuell, je nachdem. Also wir können ja hier mal ein bisschen schauen, was wir hier machen können. Speed, und dann können wir uns hier durchklicken. Hier ist persönlich? Das ist zum Personalisieren, genau. Ah. Das ist zum Personalisieren. Personalisieren, das heißt, ich kann selber die Massagenpositionen oder die Massagen, die ich möchte, selber zusammenstellen? Genau, also du kannst dann selber entscheiden, wie die Geschwindigkeit sein soll, wie die Massagerichtung und die Massageintensität sein soll. Es gibt hier aber auch die 7 Automatikprogramme und da würde ich sagen, auf jeden Fall mal durch diese Automatikprogramme durchtesten, weil das ist schon sehr einzigartig. Also diese kreisende Rollentechnik hier, diese 3D-Technik, die hier dieses Massagegerät dann macht. Das ist etwas ganz, ganz Außergewöhnliches, etwas ganz Besonderes. Hier sieht man so ein bisschen mal im Innenbereich, wie das Gerät auch arbeitet. Also das ist wirklich etwas Hervorragendes. Und du hast hier jetzt deine Füße so schön reingesteckt. Ja. Diese Polster hier an der Seite, weil meistens geht man barfuß in das Gerät rein. Diese Polster hier an der Seite sind mit Reißverschlüssen hier festgemacht. Sie sehen das, das kann ich aufmachen. Kann ich dann rausmachen, um das auch zu waschen. Also hier, da merkt man, das ist ein Luxusprodukt. An solchen Kleinigkeiten merkst du das immer. Ja. Das ist halt ein Luxusprodukt, auch für Langlebigkeit dann gebaut, sodass du viele, viele, viele Jahre damit Freude hast, damit du schön diese Massage genießen kannst und hier dann halt auch immer reinigen kannst. Display sehr übersichtlich gemacht. Wir sehen es hier ganz toll mit den unterschiedlichen Programmen. 7 Automatikprogramme, die Programme, um zu personalisieren. Wie gesagt, Geschwindigkeit kannst du selber einstellen. Die Drehrichtung. Oh. Geht es los? Oh. Hat es was verändert? Das ist so
angenehm. Oh, wunderbar. Oder? Es gibt, glaube ich, nichts Tolleres wie eine Fußmassage. Gerade wenn man nach einem langen Tag nach Hause kommt, hat man immer schwere Füße. Und dann setzt man sich ja meistens auf die Couch oder man setzt sich irgendwie auf den Stuhl und liest dann ein Buch. Und wenn man dann nebenher die Füße massiert bekommt, das ist einfach fantastisch. Und du hast es gesagt, es ist ein Luxusgerät und genau so fühlt es sich auch an. Es sieht nicht nur aus wie ein Luxusgerät, es fühlt sich auch genauso an. Ganz, ganz toll. 161,41 Euro. Das ist unser Preis. Für Sie kommt selbstverständlich dann versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Und wenn man überlegt, was man für einen Masseur ausgibt, da zahlt man ja schon irgendwie 50, 60 Euro für eine Fußmassage. Stimmt. Die dauert dann nur 30 Minuten. Hier haben Sie Ihren persönlichen Masseur zu Hause und können sich so oft die Füße massieren lassen, wie Sie möchten. Gerade nach so einem anstrengenden, langen Arbeitstag, ne? Wenn die Beine und Füße schwer sind. Ja. Dann da so schön in dieses Gerät rein. Das ist herrlich. Das ist wirklich etwas ganz Einzigartiges. Mit der NX8056 und der 569, liebe Zuschauer, können Sie dieses tolle Fußmassagegerät für 161,41 bestellen. Und gerade Wellness, gerade Entspannung und Massage, das gönnt man sich leider viel zu wenig. Und deswegen finde ich es ganz, ganz toll, wenn man das verschenkt. Oder? Ja, finde ich ganz, auch richtig ganz schön. Und es gibt so viele Menschen, die Beschwerden mit den Füßen haben und die einfach sich mal ein bisschen entspannen müssen. Und da ist so ein Geschenk hervorragend. Aber wir haben weitere tolle Geschenke. Wir waren jetzt beim Thema Entspannung. Vielleicht kann man in dem Bereich da noch was Schönes. Willst du mehr Entspannung? Ja, aus dem Bereich Entspannung. Ich glaube, ich habe was entspannt. Damit es einem gut geht. Ja, Wohlbefinden. Schau mal. Ein Zimmerbrunnen. Die neuen, die beleuchteten. Die ganz neuen. Oh, die möchten wir gerne sehen. Oh, ja, du hast recht. Das hat sehr viel mit Entspannung zu tun. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Ich liebe ja Zimmerbrunnen. Ich bin ja ein totaler, oh Gott, ein totaler Fan von Zimmerbrunnen. Ich heb mal hoch. Hoppala. Oh, das wässert hier schon ab. Ich bin auch ein Abweng. Ich bin auch ein absoluter Fan von Zimmerbrunnen. Generell von Schau mal, Wasser. Oh Gott, es fängt an. Es fängt schon guck mal, an, es plätschert und es leuchtet. Es leuchtet und es plätschert. Und sehen Sie sich das an, wie groß das ist. So kommt es zu Ihnen nach Hause. Diese wunderschönen, diese Steinoptik, es ist eigentlich Polyresin, also Kunstharz. Ja. Ist aber sehr echt gemacht. Mit diesem Kunstharz kann man toll arbeiten. Es wird dann natürlich auch dementsprechend bemalt und so ein bisschen bearbeitet, dass das sehr echt aussieht. Und dann haben wir hier drei unterschiedliche Höhen quasi, wo das Wasser hinunterfließt über diese Stufen. Und dann mit der Beleuchtung, mit dieser LED-Beleuchtung, wurden hier wunderschöne Akzente gesetzt. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen näher gehen, dass man hoffentlich das Plätschern hört. Oh, das ist so entspannend. Das ist so entspannend, das Plätschern. Und gerade zu Hause ist es ja so, dass man immer wieder was anderes findet, was man vielleicht noch tun muss. Die Küche aufräumen oder doch noch mal irgendwie ein paar Rechnungen überweisen. Oder dann sieht man hier, oh, es ist schon wieder Staub, ich werde mal Staubwischen gehen. Man kommt irgendwie zu Hause sehr schwer runter. Zur Ruhe, ja. Zur Ruhe. Sich einfach entspannen, ein bisschen genießen, hinsetzen. Wenn man aber so einen Zimmerbrunnen hat, dann wird man dadurch ein bisschen gezwungen, weil der einfach sofort entspannt. Das Plätschern, das Leuchten von den tollen LEDs. Ja. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen näher gehen. Vielleicht hören Sie das Plätschern. Oh, ist das herrlich. Hört man das? Oh, ist das schön. Das ist schön, oder? Oh, das ist so toll, wie es hier über diese drei Stufen plätschert. Man kann das selbstverständlich schön eindekorieren, auch zu Hause dann noch. Darf ich Ihnen was zeigen? Hier, mit ganz viel Liebe zum Detail. Ich drehe es mal so ein bisschen seitlich. Sie sehen hier, das sieht aus wie so ein Baumstumpf von der Seite. Ah, ne? Das sieht hier aus wie ein Baumstumpf. Schau mal, wenn ich das drehe, dann wird es eine Blume. Da. Wow. Das ist eine Blume. Mit so viel Liebe zum Detail gestaltet hier. Dieser Baumstumpf, der an der Seite aussieht wie so eine kleine Blume nochmal extra, wenn man es von der Seite sieht. Sehr, sehr hübsch gemacht. Und dann hier dieses tolle Erlebnis von Wasser in Kombination mit Licht, mit Stein. Stein hat ja was Erdiges, das bringt einen total zur Ruhe, stimmt, es holt einen runter. Das Wasser, dieser lebendige Faktor.
aber auch hier sehr gut für die Gesundheit, da die Raumluft noch schön befeuchtet wird. Das ist ganz wichtig. Deshalb haben viele Zimmerbrunnen, weil gerade zur jetzt Winterzeit hat man die Heizung an, da ist die Luft sehr, sehr trocken. Und da stellt man sich so einen Zimmerbrunnen auf, dann braucht man keinen Luftbefeuchter mehr, sondern das übernimmt hier dann dein Zimmerbrunnen. Und gibt es einen schöneren Luftbefeuchter wie ein Zimmerbrunnen? Toll, ich glaube nicht, oder? Ist entspannt und ist so wunderschön und Sie haben das Plätschern gerade gehört. Wenn man da einfach gemütlich daneben sitzt und dem Plätschern lauscht, dann entspannt man doch von ganz alleine und genau das sollte man öfters tun am Tag, sich mal zur Ruhe setzen, entspannen, dieser Hektik vom Alltag einfach ein bisschen das rausnehmen und zur Ruhe kommen. Und wenn man das verschenken kann oder sich selber gönnen möchte, dann haben Sie hier einen absolut perfekten Geschenktipp von uns. Denn dieser Zimmerbrunnen-Bergquelle, was auch sehr, sehr treffend ist, man hat da gleich das Gefühl, man ist irgendwie in der Natur unterwegs, man läuft an einem Wasserfall vorbei und man hat diese innere Ruhe, die man auch in der Natur verspürt. Das dürfen Sie jetzt verschenken oder selber zu sich ins Wohnzimmer holen, liebe Zuschauer, für nur 47,41 € mit der NX9006 und der 569. Holen Sie sich ein Stück Natur nach Hause mit unserem wunderschönen Zimmerbrunnen Bergquelle. Diese tolle LED-Beleuchtung in Zusammenspiel mit dem Wasserfluss. Steinnachbildung. Als kleiner Tipp, stellen Sie ein paar Pflanzen drumherum, sodass es noch echter, noch natürlicher wirkt. Da haben Sie ein Stück Natur dann bei sich zum Beispiel im Wohnzimmer stehen und können entspannen. Ein dekorativer Ruhepunkt, der Geist und Raumklima erfrischt. Da hast du absolut recht und ich würde sagen, wir bleiben in der Natur, denn ich habe schon ein bisschen geblättert und habe was gefunden, wo ich glaube, dich genau damit begeistern kann. Und zwar ein Fitnessarmband. Oh, ich liebe die Fitnessarmbänder. Ja, das ist auch ein tolles Geschenk, ist auch ganz in momentan. Das schauen wir uns direkt an. Du bist ja auch sehr sportlich und bist auch unterwegs oft mit dem Sport und mit so einem Fitnessarmband hast du mir erklärt, dass man da alles so ein bisschen überprüfen, kontrollieren kann, was man so macht. Genau, also es ist momentan ein Riesentrend. Man sieht es ja auch, wenn man häufiger zum Beispiel Werbung schaut, sieht man immer wieder diese Fitnessarmbänder von unterschiedlichen Herstellern. Die sind sehr, sehr teuer normalerweise. Hier bei uns, dieses Modell hier aus dem Hause Neogen Medicals, das ist unser Fachmann für auch Sportgeräte unter anderem. Die haben das für 28,41 €. Das finde ich toll, weil ich finde, dass jeder sich so ein Fitnessarmband leisten muss. Weil es einfach ganz wichtig ist, um die Gesundheit zu unterstützen, um die Aktivität auch im Alltag zu unterstützen. Hier sehen wir es zum Beispiel gerade beim Joggen. Das ist natürlich eine tolle Sache, weil du dich selber kontrollieren kannst. Wie viele Schritte habe ich zurückgelegt? Wie lange bin ich gejoggt? Deine Aktivität. Und das motiviert ja ungemein, wenn man einfach weiß, ich tue jetzt was für meinen Körper und kann das dann überprüfen und später sehen, so und so viel habe ich geschafft. Was kann man denn alles sehen in diesem Armband? Du hast gesagt, Schritte. Wir können es gleich mal durchklicken, um uns das anzuschauen. Also erstmal hat man es einfach am Handgelenk. Wir sehen es jetzt hier. Da sieht man die Uhrzeit, dann sieht man die zurückgelegten Schritte. Dann sieht man die Distanz, die man zurückgelegt hat, verbrauchte Kalorien. Werden angezeigt, wie viel Prozent vom Tagesziel man erreicht hat. Also man kann sich hier selber, um sich auch, du hast es motivieren angesprochen, um sich selber zu motivieren, das Ganze dann mit einem Tagesziel angeben. Hier haben wir es gerade kurz auf dem Smartphone gesehen. Das ist hier das Perfekte. Du kannst dieses Fitnessarmband mit deinem Smartphone verbinden. Da gibt es eine kostenlose App. Die lädst du dir einmal aus dem App Store runter, hast sie dann auf deinem Smartphone. Und mit dem Smartphone können sie dann quasi die Daten von ihrem Fitnessarmband, welches sie immer tragen, synchronisieren. Und dann haben sie das auf ihrem Smartphone quasi und können dann direkt auch Statistiken abrufen, können sich Daten genauer angucken, also mit Uhrzeiten zum Beispiel auch, wann war ich aktiv, wie aktiv war ich das und das nicht nur tagsüber, sondern wenn Sie das Armband auch nachts tragen, auch nachts. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Smartphones, wir haben zum Beispiel Android, wir haben aber auch Apple Smartphones, geht das mit beiden? Das ist kein Problem, es geht mit beiden, es ist sogar mit Apple Health
kompatibel, welches ja schon vorinstalliert auch ist bei den neuen iPhones zum Beispiel. Ja. Das ist alles kein Problem, also kompatibel hier. Und wir sehen es hier nochmal, da sehen wir auch, hier wurde noch nichts gelaufen. Hier steht, stehen die Schritte noch auf Null, auch keine Distanz, keine verbrauchten Kalorien. Aber da sieht man mal sehr schön, wenn man sich da durchklickt. Hier Uhrzeit, selbstverständlich Datum kann man dann eingeben. Es ist sehr leicht, es trägt sich unheimlich angenehm. Und wie gesagt, wenn Sie es auch nachts am Handgelenk lassen, wird sogar ihr Schlafverhalten überwacht. Was ich ganz interessant finde, denn man hat es häufig, das kennst du vielleicht auch, dass man aufwacht, man hat lange geschlafen, man hat vielleicht 8 Stunden im Bett verbracht, man wacht auf und denkt, Gott, ich bin total müde. Ja. Ich bin kaputt, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Was ist denn das? Ich habe doch 8 Stunden geschlafen. Was ist da passiert? Und das ist dann einfach auch die Unruhe beim Schlafen. Vielleicht bist du nachts aufgewacht, du hattest unruhige Phasen, hast dich hin und her gewälzt, warst vielleicht noch mal auf der Toilette, bist vielleicht noch was trinken gegangen. Du hattest unruhige, also Wachphasen quasi. Mhm. Und die kann dieses tolle Fitnessarmband auch mit aufzeichnen. Das heißt, du siehst es dann, wenn du dir morgens quasi deine Statistik von der Nacht anschaust, siehst du, wann hast du dich wie doll bewegt in der Nacht, das ist ja wie unruhig war deine Nacht. Ja. Und daher kannst du natürlich dann auch ableiten, okay, was tut mir gut, auch vielleicht wie viel Schlaf tut mir gut. Mhm. Weil viele denken ja, oh, ich muss ganz, ganz viel schlafen vielleicht 9 Stunden und wundern sich dann, warum bin ich nicht fit? Vielleicht, weil sie einfach zu viel geschlafen haben. Ich habe gerade heute Morgen im Radio eine Diskussion dazu gehört, dass 9 Stunden zu viel sind, also sogar ungesund sind und 7 Stunden sind zu wenig. Und also das wirkt sich wahnsinnig auf die Gesundheit aus, wo man aber überhaupt nicht drüber nachdenkt. Wenn man mal frei hat, dann schläft man mal gerne länger. Ist aber meistens dann so den ganzen Tag über träge und denkt, das kann doch nicht sein, ich habe doch jetzt so viel geschlafen. Mhm. Also ganz interessant, dass man da auch den Schlaf überwachen kann. Genau, ganz interessant, dass du das alles aufgezeichnet hast, dann halt auch über einen längeren Zeitraum. Das finde ich ganz wichtig, dass du auch mal Statistiken und Vergleichswerte auch eintragen kannst. Ist es alles auf dich persönlich synchronisiert quasi und auf dich auch eingestellt? Denn sie, wenn sie das zu Hause haben, geben ein, wie groß sind sie? Wie schwer sind sie? Was ist ungefähr ihre Schrittlänge? Mhm. Wie alt sind sie? Das wird hier alles dann vorher einmal quasi auch auf dem Smartphone eingegeben, sodass diese Auswertungen auf die Person individualisiert sind. Das ist ja ganz wichtig, sodass du für dich deine perfekten Statistiken bekommst, dass du sehen kannst, okay, was passiert da gerade, auch wenn du als zum Abnehmen als Unterstützung nutzen möchtest, ganz, ganz wichtig, dann kann man die Abnehmerfolge sehen. Hier noch eine wunderschöne Pressemitteilung, die wir bekommen haben. Sehr gut, 5 von 5 Punkten. Als Bewegungs- und Ruhemelder ist das FBT40 von Eugene Medicals bestens geeignet. Und das in der Ausgabe 9/2015, also ganz, ganz aktuell erschienen in Tablet-PC. Also auch die Presse ist voller Lob. Ja. Und 28,41, da kann man nichts falsch machen. Nein, das ist ein super Preis. Normalerweise liegen die ab so 120 Euro aufwärts, also wenn man mal schaut. Deshalb ist es ein fantastischer Preis, wenn Sie sowas zum Unterstützen Ihrer Gesundheit suchen wollen, vielleicht auch zum Abnehmen, dann ist unser Fitnessarmband das Richtige. Und wir schauen nochmal, was wir noch an tollen Geschenkideen haben. Vielleicht so eine Kleinigkeit noch dekotechnisch, die man haben muss einfach dieses Jahr. Ich wusste, dass du bald auf Deko kommst. Wusste ich. Und was man dieses Jahr auf jeden Fall nicht verpassen darf, ist unser Santa Crawl, oder? Oh, der Santa Crawl, der ist so toll. Den schauen wir uns an. Und das Engelchen kommt. Dankeschön. Vielen Dank. Also Santa Crawl ist ein absoluter Bestseller dieses Jahr, aber du hast mir verraten, dass er letztes Jahr auch der erste war, der komplett ausverkauft war, ne? Ja, komplett. Warte, ich hänge ihn einmal oben ein. Ja. Achtung, wir haben hier extra so eine kleine Wir können uns den Leine. Schon mal anschauen, liebe Zuschauer. Schauen Sie mal, wie süß der aussieht. Ist der goldig hier? Natürlich in seinem Mäntelchen und mit der Mütze schön in Samtrot und dann das Plüsch hier. Was, der guckt so ein bisschen frech verschmitzt, ne? Ja, schaut er auch, oder? So also ich liebe ja immer so Deko, wo aufs Detail geachtet worden ist. Gerade so Puppen, so schöne, die holt man sich gerne mal nach Hause. Dann auch gerade zur Weihnachtszeit muss so ein Weihnachtsmann auch bei Ihnen zu Hause sein Plätzchen finden. Und ist dieser hier ist ganz besonders zu einem wahnsinnig guten Preis, 6,56 Euro. Oh, und ich höre gerade, der geht schon aus. Wir sind hier auf den letzten Stückzahlen. Sie müssen ganz schnell bestellen, wenn Sie den noch haben wollen, für 6,56 Euro. Der ist auch sehr, sehr beliebt. Das muss man sagen. Ja. Wir können Ihnen gleich mal zeigen, warum der so beliebt ist. Sind Sie bereit? Kathi, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Los geht's! Schauen Sie sich das an. Ist das süß? Haben Sie sowas schon mal gesehen? Ist das goldig? Und man hört auch die Musik. Es ist nicht nur ein Song. Nee, das ist jetzt Jingle Bells. Und nach Jingle Bells kommt
Ich glaube, Santa is coming to town oder so. Kann sein, ja. Hören wir gleich mal hin, was da noch für Musik ist. Aber auch das finde ich ein absolutes Highlight, dass es hier verschiedene Songs gibt. Jetzt kommt der nächste. We wish you a Merry Christmas. Ja. Ist das süß? Schauen Sie mal, mit dem kleinen Rucksack. Ja, ist das süß, wie er hier klettert. So goldig. Schauen Sie bis nach oben und dann geht er wieder runter. Jetzt. Und das ist richtig, richtig lang. Ne? Also das kann man an der Tür aufhängen. Oder Santa Claus is coming to town. Also drei verschiedene Lieder hat man hier. Ja. Was auch ganz toll ist. Ne? Wenn man immer wieder das Gleiche hört, das kann ein bisschen auf die Nerven gehen. Aber hier diesen schönen Wechsel. Das ist so süß. Total schön. Schau mal, wie der mit den Beinen strampelt hier so goldig, wenn er da so hoch und runter krabbelt an seiner tollen kleinen goldenen Perlenkette. Das ist so süß gemacht. Stellen Sie sich mal vor, den hängen Sie bei sich im Fenster auf. Und dann klettert da der Weihnachtsmann in Ihrem Fenster nach oben. Und nach unten. Das ist doch so süß. Das also, ist da total freut sich süß. Doch jeder auch, der vorbeikommt, ja, oder? Und die Enkel, liebe Zuschauer, wenn die Enkelchen vorbeikommen, die werden ausrasten vor Glück. Wenn der hier seine Musik spielt, hochklettert, runterklettert. Und hängende Deko ist eher selten, würde ich behaupten, ja, an Weihnachten. Deswegen ist das ganz toll, weil es da immer ein Plätzchen gibt, wo man das aufhängen kann. Oh, die Rebecca aus Walldorf hat uns geschrieben, er ist ganz sicher das Highlight zu Weihnachten für zu Hause oder auf der Arbeit. Jeder ist total begeistert. Danke, Rebecca. Das ist lieb von dir. Ja, das kann ich nur bestätigen. Der ist ein absolutes Highlight. Also, ja, da freut sich jeder, der den sieht, denkt, ach Gott, ist der süß. Den muss man einfach haben. Und man kommt dann auch gleich in Weihnachtsstimmung, ne? Wenn, ja, man diese Lieder hört, wenn hier die Freude, man hat sofort ein Lächeln im Gesicht. Und das ist ja auch, warum wir Weihnachten feiern. Es macht Spaß, es ist besinnlich. Aber es soll auch zum Lachen anregen. Man soll Spaß, ja, so haben. Ist ja ein Fest der Freude. Genau. Auch. Und hier für 6,56 Euro. Das ist ein so toller Preis. Leider geht unser Santa Claus schon aus. Wir sind hier auf den letzten Stückzahlen. Deshalb, wenn Sie den noch haben möchten, dann schnell anrufen unter der 0180 51 51 dreimal die 2 und bestellen. Weil das ist wirklich so eine wunderschöne Deko. Heiß begehrt, sehr beliebt. Ich hoffe, Sie bekommen Ihren kleinen Santa Claus noch. Die meisten bestellen übrigens gleich zwei, ja, oder drei, höre, ja, ich gerade. Also gerne auch zwei oder drei bestellen, wenn Sie möchten. Klar, den kann man toll verschenken. Oder einen im Eingangsbereich, einen in der Küche, einen im, ja, Wohnzimmer. Der findet ja überall sein Plätzchen, und der kleine Santa. Und man sucht ja immer so kleine Mitbringsel. Man ist ja oft eingeladen, dann finde ich das ganz, ganz toll, wenn man vielleicht nicht immer den Weihnachtsstern mitbringt, mhm, sondern auch mal was Originelles. Und dieser Santa Crawl ist einfach so süß. Und den bekommen Sie mit der NC6200 und der 569 für nur 6,56 Euro. Ein Wahnsinnspreis. Super, deshalb ist es, glaube ich, auch so, dass da jeder direkt zugreift und auch mehrere bestellt. Ja. Weil zu dem Preis so eine tolle das Deko, stimmt, so groß, geht noch hoch und das runter. Stimmt. Sehr, sehr süß. Und was verschenken die Deutschen am liebsten dieses Jahr? Ja, Technik. Ne? Technik steht ganz oben auf den Wunschzettel. Hast du da was? Ich hab da was. Ach. Ein Smartphone. Ja, Smartphones, oder? Sehr beliebt, glaube ich auch. Ja, sehr, sehr beliebt. Also ich kenne mindestens 10 in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die unbedingt ein Smartphone, echt, haben möchten. Dann, oh, sind aber eben ganz, ganz viele, die sagen, okay, ein Smartphone, das ist wohl eher ein Geschenk für Weihnachten, Ostern, Geburtstag zusammen, ja, weil die so wahnsinnig teuer, ja, sind. Ja, die liegen ja normalerweise direkt bei 500, 600, ja, Euro, wenn man die dann kauft, vertragsfrei. Ne, das ist ja ganz wichtig. Und, ja, jetzt schauen Sie mal hier. So kann das dann auch bei Ihnen zu Hause unter dem Weihnachtsbaum liegen. Sieht das nicht schick aus, so eine kleine süße Schachtel? Und dann macht man das auf und dann bekommt man ganz große Augen, wenn man denkt, oh, da ist es, oh, drin. Gott. Schau mal, das ist ein Smartphone. Und zwar was für ein schönes. Ich muss es hier mal rausholen. Da ist es. Ich finde es ja auch ganz toll, wenn man Geschenke so verpackt, dass man nicht ahnt, was drin ist. Also ein Smartphone würde ich jetzt zum Beispiel in einen Riesenkarton reinpacken, dass die alle denken, jetzt bekomme ich Bettwäsche oder so und dann kommt das Smartphone raus. Ja, das, oder, ist eine tolle Idee. Finde ich super. Hier sehen wir gerade, wie schön das reagiert. Wir sprechen hier von unserem SPX 34 Okta. Und Okta im Namen ist es schon mit drin. Dieses tolle Gerät hier hat einen
einen 8-Kern-Prozessor mit einer 1,4 Gigahertz-Taktung. Das sieht man dann, das reagiert sehr, sehr ganz schnell. Also, ne? Das ist ja immer wichtig. Man möchte ja kein Smartphone haben, wo man drauf tippt und wo nichts passiert, wo es dann erstmal 21, 22, 23 geht, ehe da irgendwas aufgeht. Schauen Sie mal, wie schnell. Ich kann hier ganz schnell wischen. Und es kommt sofort. Ne? Wir haben hier ganz, ganz viele Apps schon vorinstalliert mit, auch wenn es zu Ihnen nach Hause kommt. Da ist so ein vorinstalliertes kleines App-Pack schon mit drauf. Und hier auf einem sehr, sehr großen Display. Wie gefällt dir das? Wir haben hier ein Display, 12,7 Zentimeter. Also so ein 5-Zoll-Display. Das sieht man, das sind 12,7 Zentimeter. Und es sieht so ein bisschen, ich drehe es mal so, damit Sie das mal sehen. Es sieht so aus, als ob hier das Display bis an den Rand hineinreicht und darüber hinaus. Das finde ich fantastisch an diesem Smartphone, dass man praktisch die ganze Vorderseite als Display nutzt und auch die Grafik ist gestochen scharf, oder? Richtig, richtig toll. Also wenn du damit einmal ein Spiel gespielt hast, es gibt ja viele, die ein Spiel spielen, hier sehen wir es auch mal auf ihren Smartphones, dann ist man davon so hin und weg, weil es einfach so detailreich ist. Die Farbbrillanz ist hervorragend, das Display ist halt sehr hochauflösend auch und das macht dann richtig Freude, wenn man damit dann zu Werke geht und dann hier mal spielt oder auch im Internet unterwegs ist. Oder dann halt vielleicht auch mal das ein oder andere Foto macht, denn Kameras haben wir selbstverständlich hier auch. Und hier ganz, ganz tolle Kameras. Wir sprechen hier einmal von einer Kamera im hinteren Bereich des Telefons, also die, die du normalerweise benutzt, um Fotos zu machen selber. Die hat 8 Megapixel. Also Wahnsinn. Sehen Sie hier, ist diese tolle Kamera, das ist dieses hier. Wunderschön die Linse da auch, sehr gut gemacht. Und da haben sie 8 Megapixel. Also das ist mehr meistens als eine normale Kamera. Digicam oder sowas hat, die die meisten Leute haben. Das muss man sich mal überlegen. Das kann dann einfach ihr Smartphone. Sie haben das ja immer dabei. Sie können das einfach mal eben rausholen und dann zum Beispiel hier mal von der wunderhübschen Jana ein Foto machen. Lächel mal, so. Oh, und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an. Ich hoffe, schauen das sie ist mal. Gut. Das ist richtig süß geworden. Da ist es. Also die Qualität ist wahnsinnig. Ist schön, oder? Ich sehe ein bisschen schwanger aus, aber sonst Quatsch, ist alles gut. Guck mal, du hast einen ganz flachen Bauch. Das Tolle ist... Das ist mein Knie, ich bin nicht schwanger. Das Tolle ist, hier ist zum Beispiel gleich, Sie sehen das, wenn ich hier drauf tippe, dann kommt hier unten dieser kleine Stift. Da ist direkt ein Bildbearbeitungsprogramm. Sehr gut, Kathi. Da kann man dann draufklicken und kann das dann direkt bearbeiten. Und zwar hier zum Beispiel mit unterschiedlichen Filtern. Oh ja, mach ich mal schöner. Kann ich mal hier so einen Filter drauflegen zum Beispiel. Schon viel schöner. Guck mal, das hat jetzt so einen leichten Weihnachtsglow, hat so einen kleinen Vintage-Look. Das ist doch schon mal ganz schick. Und dann kann man hier noch einiges verändern, kann man sich so ein bisschen durchklicken. Das ist da schon mit bei. Also Sie sehen, das hat schon eine ganze Reihe an Extras, die hier schon vorinstalliert sind. Also diese Kamera hier, wie gesagt, in dem Bereich, um Fotos zu machen, das ist jetzt schön, das behalten wir mal, das Foto. Sie haben aber selbstverständlich auch noch eine weitere Kamera. Und das ist die Selfie-Kamera. Genau, die Selfie-Kamera. Und haben wir auch. Hier die Presse schreibt natürlich auch über unser tolles Smartphone. Und das Testurteil ist sehr gut. Fazit, ein gut ausgestattetes Dual-SIM-Smartphone. Erschienen in Tablet-PC. Dual-SIM-Smartphone? Dual-SIM bedeutet, dass du hier 2 SIM-Karten einlegen kannst. Das ist halt ganz interessant, wenn Sie eine Karte zum Beispiel haben für ein privates, eins für ein geschäftliches oder aus welchen Gründen auch immer vielleicht eine Nummer im Ausland haben, eine Nummer dann hier in Deutschland, dann kann man hier 2 SIM-Karten einlegen. Man muss es aber nicht. Man kann auch nur eine einlegen. Und wenn man dann wichtig ist, dass es hier für 265,91 € vertrags- und SIM-Lock frei ist. Ja. Das heißt, du kannst jede Karte, die du schon hast, mit deinem bestehenden Vertrag hier einlegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ausschlaggebend. Das heißt, Sie brauchen keinen Vertrag eingehen. Sie bekommen das Smartphone so, wie es ist, für 265,91 € nach Hause. Und das mit der PX 3890 und der 569, liebe Zuschauer. Jetzt kann man Smartphones verschenken zu diesem fantastischen Preis. Danke, dass du bei mir warst. Gerne. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht auch Ihnen zu Hause. Gleich kommt der Kollege und dann geht es hier selbstverständlich weiter mit der großen Weihnachtsgeschenkeshow. Pearl TV, Europas erster frei empfangbarer Fernsehsender, der ab sofort ausschließlich in 4K Ultra High Definition produziert. Die Revolution des Teleshopping beginnt jetzt. Pearl TV 4K UHD
sagt langweiligen Studiopräsentationen den Kampf an. Wir zeigen Ihnen unsere Produkte nämlich dort, wo sie hingehören. Draußen in der Natur. Denn wir testen jedes Produkt bis an seine Grenzen. Pearl TV 4K UHD erfindet das Teleshopping neu. Das ist Fernsehen mit allen Sinnen. Und Sie sind mittendrin. Sehen Sie jedes Detail. Riechen Sie jede Komposition. Hören Sie jedes Herzklopfen. Schmecken Sie jede Nuance. Fühlen Sie jede Faser. Lassen Sie sich begeistern. Die Revolution beginnt jetzt. Zurück in unserer großen Weihnachtsshow, liebe Zuschauer. Wir möchten Ihnen weitere wundervolle Geschenkideen präsentieren, falls Ihnen noch das ein oder andere fehlt. Und jetzt habe ich eine männliche Verstärkung bekommen. Der Rainer ist bei mir. Hallo. Ja, hallo Jana. Ja, ich hätte auch gerne ein Spielzeug für die Männer, Jana. Ein Spielzeug für die Männer? Ja, zu Weihnachten überkommt uns so oder so der Spieltrieb. Ich habe früher mit meinen Kindern stundenlang Lego-Burgen und sowas zusammengebaut. Ja. Jetzt spielen wir Männer aber auch gerne selber mal. Ich glaube, ich habe das Perfekte gefunden. Ja, sehr schön. Pass mal auf. Ein Hexakopter. Bist du damit einverstanden? Ja, absolut, absolut. Dann darfst du mal läuten, dann kommt nämlich unser Engelchen und bringt den Hexakopter. Dankeschön. Und das ist ein Hexakopter, der sich wirklich sehen lassen kann, oder? Wahnsinn. Ja, das sind schon mal Dimensionen, ja. Jana, die einfach atemberaubend sind. Das ist so eine Profi-Flugmaschine mit 6 Rotoren, ja, die über viele, viele Funktionen verfügt, wie sie Geräte, die sonst über 1.000 Euro, 1.500 Euro Kosten bietet. Und zwar ist hier diese Drohne das eigentliche Bauteil. Aber was wir hier sofort sehen, unsere Fernbedienung verfügt über einen Monitor. Ja. Und an diesem Monitor, Jana, kannst du Live View, also das Live-Bild deiner Flugaktionen beobachten. Was wir jetzt auch hier gerade schön sehen, denn der Hexakopter fliegt gerade in den Sonnenuntergang und wir können das betrachten auf unserem Live-Monitor und das ist wirklich fantastisch. Ja, hier im Sonnenuntergang, aber früher hat man so gewerbliche Luftbilder gemacht, wenn man mal ein Haus von oben fotografiert hat, wenn man mal Aufnahmen machen wollte, die über den normalen Horizont hinausgehen. Das kannst du heute mit deiner eigenen Flugmaschine machen. Deine eigene Flugmaschine, Jana, die bringt dich bis zu 500 Meter weit, weil so groß kann der Abstand zwischen Fernbedienung und Fluggerät sein. Meine persönlichen Flugerfahrungen beschränken sich auf die, die ich bei der Bundeswehr gemacht habe. Ja. Die hießen Transall und als Familie mit 4 Kindern hast du Camping im Urlaub gemacht. Das erste Mal, als ich geflogen bin, durfte ich gleich aus dem Ding raushüpfen. Nein, ja, um Gottes Willen. Das ist tatsächlich so. Also du hast gesagt, unser Hexakopter hat 500 Meter Reichweite. Das heißt, 500 Meter ist ganz, ganz schön weit. Man kann aber immer über diesen Live-View praktisch kontrollieren, wo er sich gerade befindet. Was ist aber, wenn ich ihn aus den Augen verliere? Ja, er hat so eine tolle Ich komme wieder zurück Funktion. Oh. Das heißt also, du speicherst vorher einen Standort ein und wenn er das Signal verliert, wenn er aus irgendeinem anderen Grund den Kontakt zu dir verliert, landet er an genau der von dir vorbestimmten Position wieder. Fantastisch. Und liebe Zuschauer, dieses Gerät, ich mache für Sie mal einen Flugsimulator. Ja? Dazu stehe ich für Sie auch auf, weil ich will Ihnen Folgendes zeigen. Diese Drohne, dieser Hexakopter, der kann 12 verschiedene Bewegungen, Jana. 12? Ja,
verschiedene Bewegungen. Der geht natürlich erstmal rauf und runter. Also rauf und runter. Dann fliegt er nach links, nach rechts, ja, nach vorne und nach hinten. Aha. Er kann aber auch seitlich nicken. Aha, so driften, nach, ne? Genau, in alle Richtungen, nach vorne, nach hinten. Ja. Und er dreht sich selbstverständlich nach rechts und nach links. Und wenn wir jetzt genau gezählt haben, dann wissen wir, dass das insgesamt 12 verschiedene Bewegungsmuster sind, die dieser Hexakopter verfolgt. Ja. Und dann verfügt er hier über eine hochauflösende Kamera. Ja. Und mit dieser hochauflösenden Kamera machen wir dann die gestochen scharfen Bilder aus der Luft. Ganz toll. Also ich meine, alleine das Gerät ohne Kamera wäre schon wahnsinnig fantastisch. Aber dass man jetzt noch, während man spektakulär fliegt, auch noch filmen kann. Ja. Das ist unfassbar. Und man sieht auch, wie stabil dieser Hexakopter in der Luft schwebt. Das sind Drohnen, die normalerweise um die 1000 Euro und mehr kosten. Und er hat auch so eine Schwebeflugfunktion. Das heißt also, er hält ganz automatisch, unabhängig davon, ob du jetzt ein erfahrener Pilot bist oder nicht, hält er seine Position in der Luft eben wieder vorbestimmt durch Sie, liebe Zuschauer. Das heißt, er gleicht dann eben diese Schwankungen und diese Sachen aus und bleibt an dieser Stelle stehen, so dass Sie eben nicht Gefahr laufen, dass er abkippelt oder wegkippelt, ja, oder durch einen Windstoß gleich verloren geht. Das ist ja eine Dimension, gute 50 Zentimeter und mehr in der Größe, Jana. Das ist ein Flugerlebnis, das mal so richtig Spaß macht. Ja, und jetzt sieht man gerade hier, das sind die Bilder von unserer gestochen scharfen Kamera aus dem Hexakopter herausgefilmt. Die Bilder sind einfach fantastisch. So scharf. Und man sieht jetzt hier, dass Driften passiert jetzt gerade, ja, er neigt, genau, sich leicht und macht dabei diese fantastischen Bilder. Und du hast es vorher angesprochen, normalerweise 1.000, 1.500 Euro, ein ganz normaler Preis für einen Hexakopter in dieser Dimension, ja, mit allem, was er kann. Ja. Und wir haben zum TV-Sonderpreis diesen fantastischen Simulus-Hexakopter für 284,91 € absolut machbar als Weihnachtsgeschenk. Definitiv. Wenn man die Qualität dieser Videoaufnahmen sieht, gestochen scharfe Bilder, das ist nicht nur für den Hobbyisten. Das ist auch was ich durchaus mal beruflich nutzen kann. Das ist was nicht nur Spaß macht, sondern auch mit einem hohen Nutzen verbunden ist. Genau. Sprechen Sie sich mal ab mit den Nachbarn, sprechen Sie sich mal ab mit den Leuten. Da müssen Sie bitte auch um Erlaubnis fragen und nicht die Nachbarin im Bikini auf der Sonnenliege filmen. Das darf man selbstverständlich nicht. Aber machen Sie mal in Ihrer Nachbarschaft wunderbare Luftbilder. Das kennen Sie. Die haben wir alle irgendwo im Haus hängen. Da kam jemand, flog mit dem Hubschrauber übers Haus und hat Fotos gemacht. Das machen wir jetzt selber mit unserem eigenen Fluggerät. Möchtest du mal stöbern? Oh ja, sehr gerne. Ich sag Ihnen noch ganz kurz die Bestellnummer, die NX1340 und die 569 für unseren tollen Hexakopter. Und ich bin mir sicher, du, lass mich nachdenken, machst was Technisches. Ja, Jana, ich hätte ganz gerne dieses Touchlet. Nein, das brauchen wir jetzt hier. Ich habe was gefunden. Und zwar ist ja jetzt Zeit, einfach gerade in der Weihnachtszeit darüber nachzudenken, ein Notebook anzuschaffen. Für die Familie, für mich selber. Ein Notebook für jedermann, aber ein Notebook mit einer besonderen Ausstattung. Da hast du recht. Und da haben wir jetzt etwas, was wirklich fantastisch ist und schon auch wieder diese professionelle Anmutung. Aber hat auch ein Notebook, ein Laptop ist eigentlich ein Geschenk, wo man sagt, das sind mehrere Feste zusammen. Ja. Und nicht nur eins, aber auch hier haben wir einen fantastischen Preis. Warum? Ja, das ist ein refurbishedes Gerät. Das ist ein Gerät, wo den größten Teil des Kaufpreises, der mal weit über 1000 Euro war, schon bezahlt hat. Das sind sogenannte Leasing-Rückläufer, die durch einen zertifizierten Fachbetrieb in einen neuwertigen Zustand zurückversetzt werden, Jana. Und deshalb können wir diese Geräte so extrem günstig anbieten. 352 Euro für ein Intel i5 Prozessor-Notebook wirst du
kaum irgendwo finden. Ich behaupte schon fast nirgendwo finden. Ich behaupte auch nirgendwo, denn dadurch, dass es ja geprüfte Leasingrückläufer sind, haben wir eine 24-monatige Gewährleistung. Ja. Vielleicht findet man auf einem Internetportal einen gebrauchten, aber da hat man garantiert keine Gewährleistung dabei. Vielleicht ist der kaputt nach ein paar Wochen und dann hat man einfach Pech gehabt, ne? Ja, dieses Notebook ist so ein wirkliches Business-Notebook. Ja. Das ist ein Notebook von extrem hoher Qualität, das dir sehr viel Freude bereiten wird. Durch die Webcam im Videochat, durch das Surfen im Internet, durch das Recherchieren, das dir bei Arbeit und Beruf natürlich genauso behilflich ist wie in deiner Freizeit. Ja. Heute schreiben wir Briefe ja nicht mehr auf der Schreibmaschine oder einen handgeschriebenen Brief. Wann haben Sie da den letzten geschrieben? Die E-Mail, die ist in einer Sekunde von hier in Australien oder umgekehrt. Ja. Also der elektronische Brief, viele, viele andere Dinge, die Ihnen ein Notebook eröffnet, an die Sie vielleicht, wenn Sie noch nie einen Computer besessen haben, noch nicht nachgedacht haben, die aber Anregung sein soll. So ein Gerät ist nicht nur Unterhaltung, so ein Gerät ist auch ja, mit einem sehr, sehr hohen Alltagsnutzen versehen. Ja, und gerade die Webcam, die du angesprochen hast, finde ich so fantastisch, denn vielleicht haben Sie Ihre Enkel oder Ihre Tochter, Ihren Sohn nicht nah bei Ihnen, weil er vielleicht studiert oder ein Auslandsjahr macht oder gar sogar ausgewandert ist. Ja. Dann hat man hier diese tolle Möglichkeit über Videotelefonie. Und das geht so einfach, das kann wirklich jeder. Das ist ein, zwei Einstellungen gemacht und schon kann man jeden Tag die Lieben in der Kamera sehen. Nicht nur hören, sondern auch sehen. Genau, und wenn du das nicht auf einer ollen Schreibmaschine machst, was eben nicht möglich wäre, dann nimmst du so ein Elite-Book. Und hier ist der Name wirklich Programm. Wir haben ein 14-Zoll-Display, Jana. Ja. Diese 14 Zoll entsprechen ungefähr 35 Zentimeter, etwas mehr. Ja. Im 16:9 Kinoformat, das heißt, wenn du über den eingebauten, ich schau mal, liebe Zuschauer, ich mache ihn für Sie auch mal auf. Auf der irgendwo, anderen Seite ja, genau. Ich bei dir. Irgendwo haben wir hier das DVD-Laufwerk, genau. Und das ist ein DVD-Brenner, der hier integriert ist. Ja. Da schauen Sie sich Ihre Videofilme an. Hier speichern Sie Daten, indem Sie CDs brennen. Hier haben Sie, produzieren Sie Ihre eigenen Musik-CDs über die USB-Anschlüsse, die das Gerät besitzt. Das sind drei, Jana. Ja. Aber davon sind zwei besonders. Das ist nämlich schon der neue USB 3.0-Standard. Wow. Das bedeutet 10-mal schneller schreiben und lesen als der 2.0-Standard. Wahnsinn. Also hier auch ein sehr, sehr zukunftssicheres Gerät, das nach Hause kommt. Hier sind 4 GB Arbeitsspeicher bereits vorinstalliert. Und hallo, liebe Gamer, ich weiß das. Ihr braucht immer Optionen noch aufzurüsten. Hier bis 16 GB aufrüstbar. Es ist, Jana, schon eine 320 GB Festplatte verbaut. Ja. Und 1 GB sind 90 Minuten Spielfilm in hoher Qualität. Oder 65.000 Schreibmaschinenseiten, voll beschriebene DIN A4-Seiten. Das ist also mit 320 GB absolut ausreichend, was man hier nach Hause bekommt. Über die Peripherie, über die Anschlüsse, USB 3.0 beispielsweise, kann ich ja jede externe Festplatte, jedes externe Laufwerk solche Sachen anschließen und damit mein Notebook vielleicht noch irgendwann mal aufwerten, wenn es nötig sein soll. Hier die Webcam, die liefert auch HD, also Hochauflösung. Bilder. Einfach eine perfekte Ausstattung. Und das Schöne ist, wir haben hier nichts ausgebaut, sondern Sie haben den größten Teil des Preises, liebe Zuschauer, bereits bezahlt. Das ist einfach das Fantastische. Ja. Nicht Sie direkt. Das hat für Sie schon jemand anders gemacht. Und das ist das Fantastische. Ich liebe diese Leasing-Rückläufer. Ein Bombenpreis-Leistungsverhältnis, Jana. Ja, ich gerate immer so ein bisschen ins Schwelgen bei diesen refurbished Notebooks, weil ich einfach finde, dass die beste Qualität für unsere Kunden gerade gut genug ist. Da hast du absolut recht. Und dieses fantastische HP Elite-Book dürfen Sie jetzt bestellen mit der REF 1199 und der 569 für diesen fantastischen Preis. Ich würde sagen, weil Rainer jetzt gerade so ein bisschen in das Technische ist, bleibe ich auch dabei und habe, glaube ich, wieder was dir gefallen könnte. Oh ja, ich sehe schon. Ich kenne diese Abteilung im Katalog ganz genau. Und da geht es in Sachen Beamer.
in Sachen Beamer. Ja. Und Beamer war mir immer ganz fremd. Für mich war das immer etwas, was nur Männer brauchen. Seit ich aber mal ein Beamer-Erlebnis hatte mit einem nicht nur Fußball, weil Fußball überzeugt mich dann doch nicht so, sondern mit einem Kinofilm zu Hause, seither bin ich absoluter Beamer-Fan. Das muss man jetzt erstmal auf sich wirken lassen. Ja. Das ist ein Gerät, das so groß ist wie zwei Zigarettenschachteln nebeneinander. Ja. Das ist ein Beamer. Genau. Das ist ein Gerät, das einen internen Media Player besitzt. Ja, das ist ein Beamer. Ja. Das ist ein Beamer für 47,41 €, der absolute Knaller. Also ich kenne normalerweise Beamer in so einem Format, so breit und so lang. Und man denkt, um Gottes Willen, wo will man den mitnehmen oder auch gar einfach zu Hause stehen lassen? Ja. Hier ein Beamer. Ich kann gar nicht fassen, dass das ein Beamer ist. Ein Beamer im Westentaschenformat. Ja. Das siehst du hier an dieser Linse, die wir hier manuell über diesen Hebel fokussieren können. Ja. Und du kannst den Beamer in einer Distanz von einem halben Meter bis zu 2,50 m vor einen hellen Untergrund stellen, Jana. Mhm. Und dann kannst du Bildschirme projizieren, die, also Bilder projizieren, die bis zu 1,07 m, also 42 Zoll, groß sind. Das alles machst du mit dem Gerät, was hier im absoluten Westentaschenformat nach Hause kommt. Der Media Player ist bereits integriert, sodass du ganz einfach über den USB-Port, der an dem Beamer ist, deine Videofilme sofort einspeist und dann auch anschauen kannst. Das ist fantastisch. Das heißt, ich kann auch nach einem Urlaub mich einfach schön mit Freunden hinsetzen und dann die Urlaubsbilder zusammen auf Leinwand genießen. Ja, ganz genau. Und wenn wir uns das Wunderwerk der Technik, das hat ja auf der Funkausstellung dieses Jahr auf dem Pearl-Messestand für absolute Euphorie gesorgt. Die Presse hat sich überschlagen, womit wir hier aus dem Puschen gekommen sind, wenn man das mal so sagt. Und du siehst, das ist ein Beamer, der ultra kompakt und klein ist, dennoch an Ausstattung nichts vermissen lässt. Hier sehen wir die Anschlüsse, da ist der HDMI-Anschluss. Das heißt also, du kannst deinen Blu-ray-Player, du kannst dein Notebook, du kannst andere Peripheriegeräte, die über HDMI hierauf anzuschließen sind, an diesem Gerät betreiben und kannst auch eine schöne Präsentation machen im Büro, eben mit dem Beamer, den du in deiner Notebooktasche gleich dabei hast. Das heißt, es ist ein echtes Multitalent, oder? Absolut. Das ist der absolute Kracher. Das ist etwas, liebe Zuschauer, das wollen Sie haben. Da bin ich ganz sicher. Ja. Ja? Meine Nachbarn haben es gesehen im Hinblick auf die Europameisterschaft. Du hast gesagt, Jana, Fußball, solche Dinge. Ja, genau dafür braucht man diesen Beamer. Ja? Ja. Das ist eben Unterhaltung pur. Das ist eben vielleicht mein erster für 47,41 €, Hightech im Westentaschenformat. Das ist einfach das Tolle, dass man es mobil immer dabei haben kann. Wer kann schon behaupten, ich habe einen Beamer in meiner Tasche, oder? Ja, die wenigsten, bin ich ganz sicher. Die Pearl TV-Kunden schon. Die können das, weil das Gerät ist ja, wann war die Funkausstellung? So im August? Mhm. Das ist, glaube ich, so ab September, Ende September lieferbar gewesen. Ja. Immer wieder sofort vergriffen. Wir können gar nicht so viel und so schnell produzieren, wie er nachgefragt das ist. Stimmt. Das ist eben etwas ganz, ganz Besonderes, das zu Ihnen da nach Hause kommt. Technik pur im Westentaschenformat. Aus diesem kleinen Kasten kommen 1,07 Meter Bildschirmdiagonale zu Ihnen nach Hause. Alles, was Sie machen müssen, ist ihn anschließen. Ich glaube, er hat sogar eine eigene Batteriefachversorgung, dass ich ihn über Akku betreiben kann. Ah. Also bin ich sogar extremst mobil mit dem Gerät unterwegs. Das ist extremst mobil, ja. Und man hat einfach so viele Möglichkeiten mit einem Beamer. Toll, Filme schauen, natürlich auch Fußball. HDMI, das bedeutet, ich könnte auch eine Spielkonsole anstecken. Selbstverständlich, ne? Ganz genau. Ne? Mario Kart auf 1,07 Meter Bildschirmdiagonale. Die Gamer sind ja da auch immer ganz Fan davon, wenn es noch größer wird. Ja, definitiv, ne? Absolut. Und das zu einem fantastischen Preis, 47,41 € für ein Beamer. Jana, bei Lampen
in den Beamern, das war früher immer der Knackpunkt. Du hast einen Beamer gekauft für 1500 Euro, hattest eine Halogenlampe oder ein anderes Leuchtmittel darin, das eine Betriebsdauer von etwa 1500, 2000 Betriebsstunden gewährleistete. Ja. Hier ist LED-Technologie verbaut. Das heißt, hier drin ist ein LED-Leuchtmittel, das 20.000 Betriebsstunden nahezu garantiert. Also, Wahnsinn! Da haben Sie was. Viele Jahre davon, liebe Zuschauer. Ich übernehme Janas Funktion mal kurz. Die PX8826 und die 569 am Ende. Nicht vergessen, sichert Ihnen diesen zusätzlichen TV-Sonderpreis. Mit der PX8826 und der 569, liebe Zuschauer, bekommen Sie diesen fantastischen Beamer. Und ich würde behaupten, es muss jetzt einfach sein, weil du da bist. Wünsche ich mir jetzt etwas. Ich verrate es dir aber vorher nicht. Ja. Ich muss es aber dem Engelchen zeigen. Mach mal die Augen zu kurz. Okay. Engelchen, das möchte ich. Okay? Okay, super. Also, jetzt wo du gebimmelt hast, Jana, habe ich diese Anspielung natürlich schon verstanden. Hast du schon verstanden? Ja, ich würde mit dir wetten, es hat mit Werkzeug zu tun. Richtig! Ja. Ah, das ist mein Liebling. Oder? Das ist mein Liebling. Und da freut sich nicht nur der Rainer, sondern ich glaube jeder Mann, oder? Oder sogar jede Frau, weil also ein Akkubohrer, muss ich sagen, habe ich auch zu Hause. Der gehört auch in jeden Haushalt. Na? Heute hat, glaube ich, auch fast jeder Haushalt einen Akkuschrauber. Ja. Ich würde den nur nicht dort kaufen, wo es all die schönen Sachen gibt. Ja, da kaufe ich Eier, Brot und Milch, aber keine Werkzeuge. Hier haben wir ein Gerät aus der AGT Professional Serie. Mhm. Trotz dieses Preises von 66,41 Euro haben wir hier einen Lithium-Ionen-Akku verbaut. Das heißt also, dieser Wechselakku, den findest du in allen Geräten aus der AGT Professional Serie. Mhm. Der ist austauschbar mit der Stichsäge, austauschbar mit der Handkreissäge, austauschbar mit anderen Geräten aus dieser Linie. Ja. Und das ist ein 1,3 Amperestunden Akku, liebe Zuschauer, der eben diese Lithium-Ionen-Technologie nutzt. Der ist jetzt aber im Preis enthalten. Der ist mit dabei. Wow. Es ist auch dabei das Schnellladegerät, Jana. Ja. Wenn wir sehen hier den Harry im Einsatz mit dieser Maschine. Wenn wir ihn mal erschöpft haben, den Akku, und das dauert wirklich sehr, sehr lange Zeit, dann kannst du ihn innerhalb einer Stunde wieder vollständig aufladen. Eine Stunde? Ja. Eine Stunde und dann ist er wieder vollgeladen. Ja, aber es gibt da noch eine Besonderheit. Dank der Lithium-Ionen-Technologie kannst du auch sagen, ach, ich packe ihn jetzt mal eine Viertelstunde dran. Ja. Dann brauchst du nicht befürchten, dass du auch nur 25% Leistung hast, weil die Lithium-Ionen-Akkus liefern immer bis kurz bevor sie leer sind, 100% Leistung. Das heißt, ich kann so einen Akku, weil er eben auch keinen Memory-Effekt hat, liebe Zuschauer, immer mal wieder zwischenladen. Das heißt, Sie müssen da nicht unbedingt diese Ladezyklen einhalten. Damit hat man alte Metallhydrid-Akkus und sowas zerstört. Das passiert Ihnen hier garantiert nicht. Jana, dieses Werkzeug liebe ich, weil ich vergleiche den immer mit Geräten in der Preisklasse von 100 bis 150 Euro. Ja. Und dem hält dieser Schrauber auch garantiert stand. Er hat ein Zweiganggetriebe. Okay. Ich benutze immer den ersten Gang für die Schraubarbeiten. Ich benutze den zweiten Gang für die Bohrarbeiten. Das heißt der Akku-Bohrschrauber. Also nicht nur Schrauben, sondern auch sehr zuverlässig bohren. Dieser Akkuschrauber hat ein Schnellspannbohrfutter, das von 0 bis 10 mm nutzbar ist. Er verfügt natürlich über den Rechts- und Linkslauf. Alles andere würde keinen Sinn machen. Hier in der größten Weite eben 10 mm. in der Aufnahme. Er hat 35 Newtonmeter Drehmoment. Ich will da gar nicht so technisch werden, aber er ist extrem kräftig. Und diese Kraft will manchmal dosiert werden. Und dafür hat er hier noch eine Besonderheit. Er hat hier diese Drehmomentstufen, die ich verstellen kann. 19 mal 2, weil ja immer noch so eine Zwischenstufe da ist. 19 mit der Bohrfunktion 20 verschiedene Verstellmöglichkeiten, was den Drehmoment anbelangt. Mhm. Bei dem Bohrersymbol bringt er 100% Drehmoment. Bei den Schrauben, die ich nicht ganz versenken will, stelle ich ihn vielleicht auf 5 und habe ein reduziertes Drehmoment. Dann löst eine Rutschkupplung aus. Das hört sich ungefähr so an. Ah!
Ja? Dann kann ich das Rohrfutter festhalten, aber es dreht sich nichts mehr. Ja? Dann wunderbare Softgrip-Applikationen. Und was ich persönlich auch sehr, sehr gut gelöst finde, ist diese LED-Leuchte hier in dem Schrauber. Da hast du nämlich eine wunderbare Arbeitsleuchte. Ah. Der Lichtstrahl ist so ausgerichtet, dass er im vorderen Bereich, etwa da, wo das Bohrfutter arbeitet, dir den Arbeitsplatz nochmal zusätzlich erhält. Rundum gelungenes Gerät aus der AGT Professional Serie. Ganz, ganz toll, ein Akkuschrauber-Set mit dem Akku schon dabei, liebe Zuschauer. Ein Schnellladegerät, kabellos, ganz, ganz bequem. Du hast es vorher gesagt, jeder sollte es zu Hause haben. Und das dürfen Sie jetzt verschenken oder auch einfach sich selber gönnen. Für 66,41 mit der NX5180 und der 569. Und ich würde sagen, ich mache dir noch einen großen Gefallen. Ja, noch mehr Werkzeug. Ich liebe Werkzeug. Du kannst mir davon nicht genug heranschaffen. Ich würde sagen, nicht ganz Werkzeug, aber was du auch total toll finden wirst. Oh ja, das hatte ich ja gerade schon in der Hand. Meine Begehrlichkeit, dieses Gerät betreffend, habe ich ja schon geäußert, Jana. Ja, und wenn wir das in dem Karton finden, da können wir mal andere so richtig schön ärgern. Oh ja. Ja? Und ich sag dir auch, warum wir die anderen ein wenig ärgern können damit. Das ist ein Tablet im Format 13,3 Zoll Format. Also ein riesiges Tablet. Normalerweise ist man Tablet so die Hälfte gewöhnt, ne? Ja, definitiv. Das ist ein Tablet, was eine Bildschirmdiagonale hat von annähernd 35 Zentimeter. Wow. Das ist ein Tablet, das ich natürlich benutzen kann für alle möglichen Dinge. Ja. Ich schaue gerade mal, was uns hier angeboten wird. Zum Beispiel mal aktuelle Zeitungsberichte lesen. Den Spiegel online, den Fokus online, was auch immer, spielt keine Rolle. Meine Videos schauen, spielen, arbeiten mit diesen Geräten. Das ist ein Tablet, mit dem du deine Videos in hochauflösender Qualität, also in Full HD anschauen kannst. Ja? Wow, also die Größe überzeugt schon zum Filme schauen, aber jetzt habe ich auch noch Full HD. Ja, die inneren Werte sind bei so einem Tablet auch im direkten Vergleich, Jana, sehr wichtig. Und weißt du, was mir auch immer ganz arg wichtig ist beim Tablet, ist die Akkulaufzeit. Weil warum habe ich ein Tablet? Ich möchte mobil sein. Das heißt, wenn ich im Zug sitze, wenn ich irgendwo warte, dann möchte ich einfach sicher sein, mein Tablet hält das aus. Akku hat er. Akku hat er? Ja, Akku hat er. Hat er genug Akku? Ja, er hat Akku mit 10.000 Milliampere-Stunden. Das bedeutet? 12 Stunden arbeiten, ohne dass das Gerät an die Ladestation muss. 12 Stunden. Also schon beantwortet die Frage. Ach, und schau, hier kommt der Vergleich, von dem du gesprochen hast. Ja, lieber angebissene Apfelleute, halten wir mal die beiden Geräte nebeneinander. Wir bieten 13 Zoll, das Vergleichsgerät 12 Zoll. Wir bieten variable 64 GB Arbeitsspeicher. Sie bestimmen, wie groß der wird, weil Sie neben dem internen das noch erweitern können. Ihr, liebe Leute, macht bei 899 Euro bei 32 GB Schluss. Die aktive Akkulaufzeit ist dank des 10.000 mAh Akkus hier 12 Stunden. Ihr bietet 10 Stunden. Wir haben einen 8-Kern-Prozessor. Ihr bietet uns einen 2-Kern-Prozessor. Wow, das ist mal ein Riesenunterschied. Und das Ganze für alternativ 899. Ja. Oder Jana, wie wäre deine Wahl, wenn ich dir dieses andere Gerät für 351 Euro anbieten kann? Da brauche ich gar nicht länger drüber nachzudenken, Rainer. Definitiv das X13 Octa zu so einem fantastischen Preis und in allem besser. Ja, zwei Kameras, 2 Megapixel vorne, 2 Megapixel hinten. Ja. Hier an der Front die integrierten Stereo-Lautsprecher. Neben dem exzellenten, hochauflösenden HD-Bild haben wir auch einen exzellenten Ton aus einem Tablet. Ja. Wir haben das Google Android 5.1, das ist das Lollipop, nennt man das, als Betriebssystem, liebe Zuschauer. Sie haben hier diese berührungsempfindliche Oberfläche. Sie surfen, sie telefonieren, weil es über einen Dongle auch UMTS-fähig wäre. Wow. Das ist, ich brauche mich nicht entscheiden für ein Wi-Fi, also für ein WLAN-Tablet oder eins, wo ich auch mit meiner Multi-SIM-Karte vielleicht die Funktionen Telefon nutzen möchte. Ja. Kann ich
sich hier ergänzen und erweitern. Liebe Leute mit dem angebissenen Apfel im Logo, hier haben wir euch wirklich ein Schnippchen geschlagen. Wir haben einen 8-Kern-Prozessor, 2 GB Arbeitsspeicher, 8 GB internen Speicher, der auf 64 GB aufrüstbar ist. Und Jana, das ist nochmal sehr interessant, denn normalerweise muss man sich ja vorentscheiden, wie viel Gigabyte möchte ich. Ich persönlich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was möchte ich alles machen und wie viel Gigabyte möchte ich. Ja. Und dass ich hier flexibel dann einfach entscheiden kann oder dann auch einfach die Speicherkarte raus und eine neue rein, das ist ein riesen Vorteil. Ja, definitiv. Ich habe also meine Kamera. Ich habe verschiedene Möglichkeiten, meine Videos mir anzuschauen. Wir haben Full-HD-Bild. Ich habe hier unseren Trailer noch mal geladen. Wir haben die beste, außer Pearl TV, wir senden in 4K UHD. Ja. Wir haben bis dato die beste Bildqualität, die machbar ist auf diesen Tablets. Wir liefern ein Vollmetallgehäuse. Das ist absolute Oberspitzenklasse. Also warum sollte ich 899 € bezahlen für weniger, wenn ich hier mehr haben kann für 351,41 €? Und hier haben wir auch ein Fazit. Buchstaben sehen aus wie gedruckt, was das Lesen und Schreiben erleichtert. In der IFA heute und auch eine ganz aktuelle Ausgabe von 10/2015. Also alle loben das Tablet. Definitiv. Und wir sind auch total begeistert von diesem Tablet. Und Sie werden das auch sein, liebe Zuschauer. Deswegen dürfen Sie jetzt ganz, ganz fleißig bestellen. Ich glaube, ein Tablet zu Weihnachten, da kann man absolut nichts falsch machen. Mit der PX8814 und der 569 können Sie dieses wahnsinnig tolle Tablet jetzt bestellen. Unser X13 Okta für 351,41 €. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, liebe Zuschauer. Jetzt sind Sie dran, kräftig bestellen und dann wünschen wir Ihnen wunderschöne Weihnachten. Viel Spaß.